Hallo und willkommen zurück beim Oldtimer und Youngtimer Projekt LS19. Auf der Karte Berthas Kommune im Teil 37, immer noch in der Mitte des Herbstes und heute geht es an die Zuckerrüben. So, ich habe hier mal den Mais, den wir geerntet haben, ausgekippt und habe mir schon den großen W50 so auf die Wiese da drüben gestellt, zwischen den Zuckerrübenfeldern, Nummer 38, 40, glaube ich. Gucken, 40. Ja, und jetzt werde ich das erste Mal in dieses Gefährt hier einsteigen. Jetzt das mal starten. Und dann werden wir doch mal gucken, wie gut das Ding hier ist bei der Ernte der Zuckerrüben. Bin schon sehr gespannt, wie wir das erben können, ob sich der auch von dem Ding hier wirklich gelohnt hat. Mal gucken, aufklappen irgendwie. Okay, dann probieren wir das auch mal anschalten. Ja, geht ja auf jeden Fall direkt mal rein. Ne? Hat auf jeden Fall was, hat auf jeden Fall. So, ich würde sagen, wir gehen erstmal schön außen ein. Ab. Boom. Ja, ist auf jeden Fall nicht schlecht, das Ding. Ungefähr 10.000 Fassungsvermögen, okay. Fühlt sich auf jeden Fall ganz schnell, ne? Eine Runde rum. Die läuft nicht. Wirklich richtig. Ja. Schauen wir doch mal. Schön ist, dass sie gleich beides hast. Coachlieger und den Ernte in einem. Das ist sehr schön. Praktisches Gerät. Also der Teil des Erbes war ebenfalls gut eingesetzt. Da kann der Opa da oben. Wir haben nicht ganz so viel. Dass sie seinen Hof aufgegeben haben. Denn ich denke, was ich hier rausbekommen habe, aus dem Erbe. Oh, das ist so ganz gut. Also die 30.000 für die Maschine hier inklusive dem Aufsatz haben sich auf jeden Fall jetzt schon gelohnt. Ja, das ist ja echt gut hier. Und wir darf ich nicht vergessen, ich habe ja drei Räder davon wirklich. Wie ist das, dass hier noch einmal geht? Jetzt quasi voll. Drei Runden, nicht mal ganz drei Runden, bin ich wohl. So, kann man den mal ausleihen.
Sehr schön. Noch mal eine Fischung mal drin. Ein Stück. Sehr schön. Kaputte. Wieder den Zuckerpulli. Der uns ja doch ein bisschen mehr Geld einbringt. Dadurch, dass wir den Rest alles für unsere Tierchen brauchen. Ist das natürlich besser. Von der Erntung. Ich bin aus. Du solltest das raus. Ja, beim nächsten Mal auslernen. Ich würde jetzt schon mal sagen, ist der LKW schon alt. Ist der LKW schon voll, weil der fast ja noch. Da ist dann gegen die ersten sogar rum auch direkt in die Zuckerproduktion. Lass doch gerne ganz auslernen.
schön. Mal hier hin. Immer auf jeden Fall einen LKW definitiv voll mit diesem Feld. Das ist sogar knapp aber. Ne, die nimmst du bitte auch noch. Ja, ich sehe eine. Sogar gute. Den, ne? Kann ja wohl nicht sein. So, auch. Dann. War das schon weitermachen. Sehr schön. So, super schon wieder bei 6000 Liter. Oder bei 7000. Könnte ja nach oben. Neunzig. Haben wir das? Anfangen kann. Wie gesagt, ich kann jetzt definitiv nur 5000 Liter fahren, weil der passt. So, das heißt, wir fahren den dann jetzt einmal voll beladen.
In die Zuckerfabrik. Schmeißen damit die Produktion wieder an. Verdienen da richtig Geld. Was wir ja dann wieder irgendwie in unser Buch finden. So, ein Restzucker steht da noch. Die Kasse war voll. Grünstein ist immer drin. Nicht? So rum ranfahren. Du will er sie haben. So, und jetzt haut er. Kommt da schön Zucker rum rein. Dann kann die schon wieder anlaufen. Ja, war. So, dann tanken wir gleich noch 1000. Abgleich kriegen wir, wie gesagt, 10.000. Das ist im Feld. Wäre nicht schlecht, ne? So 40.000 Liter aus einem Feld. Gucken wir nochmal was. So. Sagen wir mal, das Feld noch fertig und dann mache ich die anderen beiden offline weiter. Und dann schauen. Naja, ich glaube, die 10.000 erreiche ich dann doch nicht. Aber vielleicht noch 5. Oder die 10 werden es leider. Na, wäre schon. Ja, zumindest die 5.000 haben wir geklappt.
Dankeschön. Ja, dann würde ich aber sagen, Zuckerrübenernte ist auf jeden Fall lustig. Ein fällt das weg, wie ihr gesehen habt. Die Fabrik ist wieder am Laufen. Ich werde jetzt noch offline die 40 und die 42 abwerten. Ich würde dann beim nächsten Mal sagen, was ich insgesamt rausbekommen habe. Ja, aber für heute denke ich, machen wir die Folge fertig. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Freue mich über Kommentare, Likes, Abonnements. Wünsche euch, je nachdem, wann ihr schaut, schönen Abend, schönen Tag, schönen Nachmittag, schönen Vormittag, schönes Wochenende, wer weiß. Und dann freue ich mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Nächstes Video in der Reihe Oldtimer und Youngtimer erfolgt nächste Woche Mittwoch. Genau, nächste Woche Mittwoch am Datum. Voll Lüge. Nächste Woche Mittwoch am 15. September erfolgt wieder Oldtimer und Youngtimer. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.